interessantes Spiel gesehen. Ich fand, das war ein gutes Niveau, das beide Mannschaften geboten haben. Mit vielleicht ganz kleinen Nuancen auf unserer Seite, diese eine Parade oder zwei Paraden am Schluss von Marie Weiß, die euch super wehgetan haben, oder dann dieser freie Durchbruch, den wir noch irgendwie geschafft haben im Zeitspiel, im letzten Pass. Ich denke, das war ein Spiel auf Messerschneide mit dem glücklichen Ausgang für uns. Und ich denke, kein Fan sollte traurig nach Hause gehen, sollte sich freuen, dass eine gute Stimmung war und ihr ein gutes Handballspiel gesehen habt. Logischerweise, ein Auge darf weinen, weil der THC hat verloren. Ja, aber ich denke, das ist nicht ganz so kritisch, weil der dritte Platz, der Podestplatz, der ist ja schon vorher gesichert worden. Herbert, deine Einschätzung zum heutigen Spiel? Ja, ich möchte erstmal meinen Kollegen beglückwünschen zu dieser hervorragenden Saison. Ich denke, der Pokalsieg, der war wirklich eine Sensation, wie man es in den letzten 10, 12 Jahren nicht mehr erlebt hat im Damenhandball. Das ist natürlich ganz großes Kino. Und sie haben auch heute wieder gefightert, so wie man Metzingen kennt. Ich pflichte ihm in allem bei, was er gesagt hat. Die Mannschaften haben alles auf dem Parkett gelassen. Das hätte in die eine oder andere Richtung genauso gut ausgehen können. Ich glaube, diese vier Lupfer, die wir verlupft haben, die werden mich verfolgen bis heute Nacht, wie er gesagt hat. Dort vom Kreis geht er rein, hier wird er verlupft. Und dann ist das genau das eine Tor, das es manchmal ausmacht. Aber es zieht sich so ein bisschen wie ein roter Faden durch unsere Saison. Ich glaube, es ist das fünfte Spiel, das wir so ganz knapp verlieren. Von daher denke ich auch, dass es unterhaltsam war für die Zuschauer. Natürlich hätten wir gerne alle Spielerinnen, die gehen, mit einem Sieg verabschiedet. Aber ich denke, dieser dritte Platz entschädigt für alles. Das ist das, was unser Ziel war, das Podium. Aber ihr könnt mir glauben, wir wollten unbedingt heute gewinnen, schon wegen euch, weil ihr seid die besten Fans dieser Erde und ich hoffe, ihr kommt alle wieder. Ich danke euch ganz, ganz, ganz arg für alles, was ihr für uns tut. Wie ihr uns jedes Jahr, das ganze Jahr unterstützt, was ihr alles für uns tut, wo ihr überall mitreist, das ist nur sensationell. Hätten wir so gut gespielt, wären wir sicher mindestens Zweiter gewesen. Aber ich verspreche, wir werden hart arbeiten und nächstes Jahr ganz stark wiederkommen. Und ich bedanke mich nochmal ganz, ganz ehrlich und herzlich bei jedem Einzelnen von euch. Danke. Ja, also dann wünschen wir den Gästen eine glücklich gute und unfallfreie Heimfahrt und Ihnen persönlich alles Gute, Herr Bösch, und dem Team dann einen guten Start in die neue Saison. Wir freuen uns, wenn die Tussis wieder hier in die Salzhalle kommen. Herbert, wir sehen uns dann noch, wir verabschieden noch die Spielerin. Bleibt also noch ein bisschen auf dem Gelände, aber trotzdem auch von meiner Seite nochmal herzliches Dankeschön an die einzigartigen THC-Fans, die rote Wand der Salzhalle. Danke! Und denkt für heute dran, verlupft nicht so viel, trinkt lieber ein und esst eine Wurst.